Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit. Ihr alle. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Last Light. Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Ratten mit Schwanz und allem. Die haben sich vermehrt wie verrückt. Also, Schwanz und erledigt. Zack, zack. Jawohl. So, ausnahmsweise mal einen getötet. Schaden kann es ja nicht. Dieser Tarnanzug ist die Mühe. Ich repariere ihn ständig. Au, ihr kleinen Biester! Jetzt könnt ihr aber was erleben. Ich glaube, da hat jemand Spaß mit den Ratten. Zerlegen wir dich mal noch. Ah, ich glaube, das hat jemand gesehen. Oder? Aber wie gesagt, das Schleichen funktioniert deutlich besser als im ersten Teil. Also ich kann von hier aus weit gucken. Aber ich kann auch von weitem gesehen werden. Nicht umdrehen. Das war knapp. Ich habe den Befehl, euch allen ein paar Aufgaben zuzuteilen. Das hätte sie irgendwie total ausgeprasselt. Was ist passiert, André? Der Bau ist in der heißen Phase. Und denen fehlen Leute, also setzen sie uns darauf an. Ich verstehe. Na dann, geh und gib den zwei Faulbelzen etwas zu tun. Jawohl. Und du such dir auch eine Beschäftigung. Das hat niemand gesehen. Hoffe ich. Achtung, an das gesamte Personal. Was zum Teufel wollen die? Vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir im Buch nicht unterschrieben hätten. Haben wir's. Ja, aber was bringt das denn schon? Irgendein Arschloch ist letzte Woche von einem Kran überrollt worden. Nein, er hat ein Auge verloren, als ein Kabel gerissen ist. Das war letzten Monat. Ich rede von letzter Woche. Ah, jetzt verstehe ich, warum die so auf den Sicherheitsvorkehrungen rumreißen. Ganz meine Meinung. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weiß denn noch? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Nun, doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen höllischen Zwischenfall. Die Leute sagten, dass alle Wachen auf unserer Seite der Brücke tot waren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Die kamen wieder und sagten, da wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Stiefel waren blutrot, Fedia. Als wenn sie durch einen Fluss aus Blut gewartet wären. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war nicht menschlich. Vielleicht diese Kreatur, die manche dunkler Schienenläufer nennen. Einer der Typen hat ihn vermutlich wütend gemacht, indem er einen Bolzen aus einer Weiche genommen hat. Das ist lächerlich. Wenn es nicht der Schienenläufer war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Polis. Wie hätte ein Einsatzkommando von dieser Größe unbemerkt dahin kommen sollen? Also, ein einzelner Typ, das wäre möglich. Ich habe von einem Verräter gehört, der einen Spion durch die Schmiede an die Front geschmuggelt hat. Im Unterwagen eines Schienenwagens. Aber 30 Leute? Das wären zu viele. Wir werden es nie erfahren. Aber irgendwie ist es geschehen. Die haben seitdem die Wachen an der Brücke verdreifacht.
Was mich daran erinnert, dass du einmal um die Kaserne gehen solltest, damit sich niemand hier anschleicht. Ja. Pass du nur auf. Hä, wie hat das denn jetzt jemand mitgekriegt? Na siehst du mal. Scheiße, was würde ich jetzt gerne schlafen? Dumm, die dumm, die dumm. Verdammt. Ich wünschte, ich könnte ein Nickerchen machen. Ich kann dir dabei helfen. Ich könnte aber gleich auch mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Gute Nacht. So, dann fällst du nicht direkt auf. Das war's auch schon, oder? Wo war denn hier nochmal das mit dem Ember, glaube ich? Das war das Feuerzeug. JKL. Das war nicht so geplant. Optionen. Steuerung, Tastatur. Gepäck. Gasmaske, Licht, Feuer. Ach, halten, okay. Danke. Wir müssen darüber, also wieder zurück, wie es scheint. Okay. Soll ich den Rest einfach trinken? Beim Schichtwechsel riechen die das aber bestimmt. Was soll's? Dauert sowieso keine ganze Stunde mehr. Was? Scheint vermutlich nichts zu sein. Gerade ein bisschen Musik gemacht, ne? Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Hm. Das denke ich auch. Scheiße. Habe ich mir eine Erkältung eingefangen oder was? Das gefällt mir ja gar nicht. Ja, echt. So, irgendwie ist das Spiel doch so ein bisschen absturzfreudig, habe ich den Eindruck. Leider ein wenig unschön. Ah, okay, und hier können wir dann raus, schätze ich. Ja, bisher sind wir doch gut durchgekommen. Haben sie hier noch was versteckt? Nee, haben sie nicht. Ah, okay. Nächster Abschnitt. Ich hoffe, es wurde gespeichert. Guck mal, das Licht ist ausgefallen. Scheinbar scheint die das auch nicht so zu interessieren. Ah, sind wir auf der anderen Seite. Okay. Die will ich vielleicht nicht unbedingt angehen. Was sagt denn eigentlich... Da müssen wir hin. Okay. Hey, ihr Lauten, passt auf eure Köpfe auf! Was soll das denn? Noch mehr radioaktiver Müll? Wir haben diese Scheiße bereits bis unter die Decke gestanden. Wenn das so weitergeht, löschen wir bald wie die Stalker. Halt eine Klappe, das ist unser Job. Okay. Okay, gibt
es heute noch mehr Lieferungen? Nein, das war die letzte. Klasse. Dann mache ich eine kurze Zigarettenpause. Noch nicht zu lange. Du weißt doch, was mit jenen passiert, die nicht beim Appell erscheinen. Genau, mach du mal eine Zigarettenpause. Was? Rauchen tötet oder macht bewusstlos. In dem Falle. Der sitzt etwas ungünstig da. Ist denn sonst noch jemand? Nö. Na gut, dann erledigen wir dich mal. Da geht's dann weiter. Ja. Ach, hier ist schon aus. Unauffällig. Warum holst du dir noch einfach hier, beziehungsweise wie machst du einfach so die Lampe an? Gut, hier guckt zum Glück gerade keiner. Verdammt! Das hat jetzt niemand mitgekriegt, oder? Wer zum Teufel hat bloß den Wachdienst erfunden? Allerdings habe ich das Problem, hier rauszukommen, glaube ich. Ja? Klappt. Wie sichtbar bin ich denn hier? Ja, das wäre gut. Ich bin es leid. Geht scheinbar. Ich glaube, das sieht ganz interessant aus. Gehen wir doch mal oben rum. Krieg mein Messer wieder zurück. Noch bin ich ja unsichtbar. Wer zum Teufel hat bloß den Wachdienst erfunden? Hier, bin bereit. Du hast also den Wachdienst erfunden. Ah ne, gut, ihr verzieht euch, sehr schön. Plusrate. Okay. Synthese-Gasdruck. In Ordnung. Temperatur des Wärmetauschers. Ups. Nominal. Kompressorgeschwindigkeit. Push. Standard. Methanolausstoß am Separator. Normal. Katalysatorstatus. Okay. Okay. Klasse. Hab ich. Zum Dritten. Ich wünschte, ich könnte eine rauchen. Wen würde das schon stören? Die verdammten Geister etwa? Scheiße. So, hier noch ein bisschen was mitgenommen. Zum Glück nochmal gespeichert. Ja, wie gesagt, das Schleichen geht deutlich angenehmer, ist deutlich leichter geworden. Das sagt mir doch dann sehr zu.
Fangen wir an. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich gleich eine Kampfrate. Mann, normal. So. Wo bin ich denn jetzt? Muss da hinten rüber. Kompressor Geschwindigkeit. Okay. Verdammt. Katalysatorstatus. Nicht mehr raus. Nominal. Brauchen die so lange. Synthese Gasdruck. Ich schätze mal da hoch, oder? Klasse, hab ich. Nur noch einer. Dann warte mal, bis du weggehst. Man könnte so rumstehen und nicht einmal bemerken, dass man nicht mehr lebt. Ihr und eure Vorahnungen immer. Du bist halt leider zu sehr im Blick von den anderen hier gerade. Ja, du schaust uns genau an. Verdammt, ich halte es echt nicht mehr aus. Was brauchen die so lange? Ja, könntest du doch mal weggehen? Weil ausschalten ist gerade nicht. Das wird ein bisschen eng. Hm? Ja. Also die wäre, glaube ich, also scheinbar muss ich die doch alle mehr oder weniger zerlegen hier. Verdammt, mir ist ja so langweilig. Oder haben wir vielleicht... Warum muss ich hier Wache schieben? Hier kommt doch nie jemand entlang. Ich glaube, wenn wir den hinten und dann den zerlegen, das sollte passen. Guckt da jemand drüber? Ich glaube nämlich nicht. Hey, war das? Nein. Hey, war das? So, du nur zur Sicherheit. Und zum Looten auf jeden Fall. Jetzt wäre ein Schlückchen nicht schlecht. Hier, nimm diese Schluckfaust. Nee, ich will da hoch. Ich hasse mein Level. Och, du Armer. Jammer nicht. Leg dich mal hin. Was? Wieso denn? Achtung! Feind ist nah! Ich hab doch so gut geschlichen. Ein Toter! Alarm! Der ist nur bewusstlos, glaube ich. Wieso hat mich hier jetzt jemand gesehen? Sag ich gerade, dass das Schleichen gerade mal angenehm gut funktioniert. Und dann war es das auch. Machen wir es doch einfach nochmal. Weil das da läuft jetzt hier alles gar nicht so, wie ich das will. Wieso wäre ich da oben entdeckt? Normal sollte das doch eigentlich keiner sehen. So, jetzt weiß ich zumindest, wie es funktioniert. Dann machen wir das noch gerade schnell. Ja, notfalls bleiben wir uns halt durch. Wie gesagt, wenn es halt mit dem Schleichen nicht klappt, wird geballert. Ich habe da keine Zeit, mich da großartig die ganzen Schleichereien zu kümmern und die anderen neu zu machen. Beziehungsweise, ja, keine Zeit und keine Lust. So.
Katalysatorstatus? Standard. Synthese Gasdruck? Nominal. Temperatur des Wärmetauschers? Okay. Muss ich dem Feldwebel sagen? Flussrate? Ja. So, warte mal, dann mach ich das, glaube ich, jetzt direkt nochmal so. Hier rüber. Normal. Zweimal. Den haben die wahrscheinlich entdeckt, schätze ich. So. Ja gut, schalten wir dich gerade noch aus. Theoretisch kommen die beiden, hole ich mir auch noch und dann sollte ja eigentlich Ruhe sein. Ich hoffe mal, dass der da oben mich jetzt nicht sieht. Wer zum Teufel hat bloß den Wachdienst erfunden? Mist! Also sieht der oben mich. Ja gut, scheiß drauf. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.